haben uns heute hier versammelt in Frankfurt, um eine Demo zu machen in Solidarität mit den politischen Gefangenen, die nach G20 hier in Frankfurt, in Offenbach, vor 10 Tagen ungefähr festgenommen wurden. Es wurden Razzien durchgeführt. 4 Leute wurden sofort eingeknastet, nach Hamburg geschickt. 2 von denen sind mittlerweile wieder raus, was super ist, weil zum Tatzeitpunkt dem vorgeworfen wird, die minderjährig waren. Die beiden anderen hatten gestern Haftprüfung. Da wissen wir noch nicht, ob die auch rauskommen. Es war jetzt eine entschlossene Demo. Wir haben versucht, auf die Straßen zu tragen, unsere Ablehnung gegen diese Form der Repression, die wir kennen, die auch nichts Neues ist, aber die nach G20 nochmal zugenommen hat. Haben das bei G20 selber schon gesehen. Die Tage in Hamburg davor hat der Staat alles versucht, um diesen Protest unmöglich zu machen. Hat alles verboten, hat Camps niedergeprügelt, hat irgendwie Leute niedergeprügelt, hat Leute eingeknastet, hat Demos angegriffen. Haben ganz viel gesehen, was sozusagen in der Form eine krasse Antwort des Staates war. Und seitdem setzt sich das fort. Wir haben unzählige Ermittlungsverfahren, wir haben die Soko Schwarzen Block, die mit einem Riesenaufwand versucht, legitimen Protest zu delegitimieren, uns Angst zu machen, uns in die Ecke zu drängen. Wir haben eine ganze Reihe von Gesetzesverschärfungen. Wir sehen quasi jeden Tag irgendwo eine Hausdurchsuchung. Aus dem Grund haben wir uns versammelt heute. Es waren viele und wir werden da dranbleiben. Wir werden versuchen, die Genossen aus dem Knast rauszukriegen und es zu begleiten und uns eben nicht spalten zu lassen, sondern solidarisch gemeinsam gegen die Repression zu kämpfen. Der Knast ist kein Ort, um Menschen zu resozialisieren, sondern um unerwünschte und überflüssige Menschen zu bekämpfen und einzusperren. Hier werden hausgemachte Probleme und Konflikte kurzfristig gelöst, für welche die auf Eigentum begründete Gesellschaft verantwortlich ist. Armut, Verzweiflung und Auswegslosigkeit werden weggesperrt, sowie diejenigen, die gegen diese Zustände rebellieren. Ihr werdet hier bewacht von ganz vielen Polizisten. Und gleichzeitig sagt ihr, das sind Schweine. Also bewacht werden von denen, die wollen nicht hier. Es kommt jetzt drauf an. Wollen die anderen euch oder ihr die? Oder ja, wollen sie nicht. Ja, aber bewacht werdet ihr trotzdem, nee, damit ihr in Ruhe demonstrieren könnt. Nee, das ist doch die greifen uns eher an, als dass sie uns schützen. Die greifen nicht jetzt, euch nicht jetzt, an? Nicht jetzt, aber sie, nicht jetzt. Also wo sind wir denn? Soziale Proteste. Und was erreicht ihr denn dann? Nee, ihr Punkt war gerade anders. Sie haben zwei Punkte. Ich kann mal die zweite Berichterstattung überprüfen. Bei der Staatsanwaltschaft laufen aktuell 635 Verfahren gegen bekannte Verdächtige und 1254 gegen unbekannt. Bisher gab es 153 Anklagen, 84 Urteile und 36 Freiheitsstrafen, 6 davon ohne Bewährung. Wie viele Prozesse es tatsächlich werden, ist unklar. Niemand muss voller sein. Das, was gerade passiert, reiht sich ja ein in eine ganze Reihe von Gesetzesverschärfungen und Gesetzen, die gegen linke Bewegung, gegen Protest eingesetzt werden. Der Klassiker ist natürlich Paragraph 129 A und B, mit dem schon seit vielen Jahren versucht wird, linke Strukturen auszuforschen, mit dem versucht wird, Leuten Angst zu machen, soziale Beziehungen zu zerstören. Das trifft insbesondere kurdische und türkische Linke, die im Knast sitzen, die Prozesse haben gerade, wo die deutsche Bundesregierung sie nicht zu blöde ist, sich zum Erfüllungsgehilfen von Erdogan zu machen. Aber es trifft eben immer mal wieder auch deutsche Linke. Und da ist es meistens so, dass es dann letztlich gar keine Verurteilung gibt, sondern es darum geht, eben auszuspähen, auszuforschen, Strukturen offen zu legen, Medien zu überwachen. All das kennen wir schon und all das ist auch jetzt wieder im Gespräch. Und die beste Antwort darauf ist immer Solidarität, zusammenstehen, weiterkämpfen und sich nicht bange machen lassen. Hey,